Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur neuen Folge Crusader Kings 3 mit unserem Achievement Schlau wie der Fuchs. Wir haben schon fast alles hier konvertiert. Müssen wir mal schauen, dass wir noch irgendwie Athen angreifen können. Aber das geht leider nicht, weil mir so ein blödes hohe Stufe beim Feudalen haben. Dadurch kann ich keine Kriege gegen andere Mitvasallen unternehmen. Das heißt, müssen erstmal das wieder runterbekommen auf Stufe 2, die Autorität. Und da hat man hier schon eine Fraktion gebildet. Und der Herrscher selber ist gerade ein bisschen in Krieg verwickelt. Ist die Frage, schafft man es, gegen zu kämpfen? Schau mal eben. Der hat nur 8000. Oh, der kämpft gerade gegen 12.000. Okay. Das ist interessant. Das andere. Da hat er Frankreich noch dabei, aber die haben gar keine Truppen. Okay. Das ist interessant. Und hier nochmal kurz, genau. Wenn wir jetzt mal versuchen, dieses ganze Ding dann durchzusetzen. Es war ein bisschen riskant, weil das durchaus in die Hose gehen kann. Sind die Schritte, ja, das ist ein bisschen blöd. Aber wir können doch bestimmt noch Söldner ausheben, oder? Können uns genau keinen leisten. Da fehlt uns ein bisschen an Geld. Die Guten sind schon alle weg. Hier unten wäre noch einer. Den könnte man noch anheuern. Ah, da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir warten noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Mist, jetzt haben sie schon weißen Frieden gemacht. Das ist natürlich blöd. Ach, das war der andere Gegner. Nee, das passt. Okay. Das ist okay. Der Krieg ist okay. Wir müssen noch ein bisschen warten. Tatsächlich. Dann gucken wir mal, ob wir das durchsetzen können. Ja, es werden schon mehr Mitglieder. Ah, ist wieder einer weniger. Das schwankt immer recht. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal. Wir heuern mal die Söldner an. 800. Ach nee, ich hab falsch geschaut, siehst du? Ich habe gar nicht auf die. Ich habe auf die Truppenstärke, nicht aufs Geld geschaut. Ich bin ja auch doof. Oh, der hat schon einen Haufen Schulden, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Easy peasy. Dann sollten wir die doch locker besiegen können. Normalerweise. Fähnchen? So. Dann heuer mir mal ein paar Söldner, würde ich sagen. Einmal, zweimal. Dreimal. So, jetzt haben wir unser ganzes Geld ausgegeben. Aber ist okay, jetzt sind wir schon fast genauso stark. So, dann tun wir mal die Forderung durchsetzen, ha? Mal schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Okay, er mischt offenbar nicht. So, zack. So, gegen wen führen wir denn jetzt alles Krieg?
Ah ja, okay. Schauen wir doch mal. Der hat kaum Truppen, sehe ich gerade, oder? Sehe ich das falsch? Okay, da würde ich versuchen, direkt zur Hauptstadt zu laufen. Das ist, glaube ich, am besten. Irgendwie. Die anderen gar nicht mit dem Krieg, hä? Kann das sein? So. Ja, das nehme ich auch neu mit dem Patch. Jetzt werden die Truppen mehr aufgeteilt, weil die sonst, damit die hier nicht so über die Schwelle, Versorgungsschwelle kommen. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Also nochmal schauen, wie das so aufgeteilt ist. Okay. So. Die sind nicht mit unserem Krieg. Ist echt nur der Kaiser, hä? Huh? Steht da 8 Verbündete? Aber gar nichts dabei. Verstehe ich nicht so ganz. So, müssen wir mal eben warten. Dann schicken wir die mal vor, würde ich sagen. Ah, Moment. Interessant. Muss ich das echt noch erobern? Mal gucken. Oh, ich mache schon Minus direkt. Das ist aber nicht schön. Tatsächlich. Ich muss das angreifen. Sodomie, okay. Was denn hier? Das dauert aber lange hier. 3 Monate. Okay. Das ist die Hauptarmee, glaube ich. Dass die anderen mir nicht im Kampf angezeigt werden, ist ein bisschen komisch. Aber okay. Dann ist das halt so. Wir warten noch. Ah, das ist ein bisschen teuer hier. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, ne? Wow. Bei 18.000. Uiuiui. Das soll erstmal reichen. Ja. Das ist blöd. Machen wir das mal anders. Läuft dahin. So, dich zieh mal raus und stell dich erstmal dahin. Wow. Das ist irgendwo die feindliche Armee ist. Da drüben sind die auch. Oh, sehr schön. Das gefällt mir. Kommen wir da hin? Mit Verlusten, aber ist okay. Auch mehr im Steuern erhalten. Das ist aber schön. Oh, eine Tochter. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben keine Fraktion gegen uns. Nee. Passt. Wir sollten vielleicht noch bei unseren Leuten ein bisschen die Beziehung verbessern. Sofern möglich. Und wir überall schon ziemlich gut dastehen. Die anderen sind alles noch Kinder. Sehr schön. Oh, da kommen wir gar nicht durch. Ah ja. Musst du wohl auch darüber, huh? Sprunghaft, ja, wegen mir.
Ist mir recht. Also schau mal, dass wir den Krieg durchkriegen, bevor die ganzen Armeen wieder zurückkommen. Ja, das passt soweit. Nicht ausgehobene Truppen 8. Ich glaube, das ist okay. Kriegsvolk unterhalten ist 21%. Oh ja, das machen wir mal rein. Nein, ablehnen. Macht doch keinen weisen Frieden, hallo? Ich möchte meine Forderungen überspringen. Wäre doch schöner. Und dann weisen Frieden machen. Davon habe ich ja nichts am Ende des Tages. Weit kommt's noch? Oh, eine Spionage, eine Affäre. Ich gönne hier von dir irgendwas, aber der ist 28. Da wird nicht allzu viel passieren, denke ich mal. So. 16 Monate. Ungeduldig, ja, wegen mir. Das ist okay. Okay. Passt. Ist der überhaupt ein Konstantinopel? Nee. Ist er nicht. Ja, vielleicht erwischen wir eins der Kinder, die vielleicht da sind. Oh. Krieg. Okay, jetzt sind wir schon bei 50%. Das ist cool. Das ging doch schneller als erwartet. So, 53. Ich glaube, das bringt irgendwie nicht so viel, wenn man da bloß so stückchenweise das machen. Das verliert man hier an Truppen. 117, das geht eigentlich. Das passt. Ich glaube, daran kann ich leben. Gut, das hier ist nicht gut. Könnte ich eigentlich jemanden in den Krieg rufen? Oh, wir sind krank. Brauchen Arzt. Nee, das lohnt sich nicht wirklich. Jetzt haben wir noch gar keine Schlacht geführt. Schauen wir mal. Wie haben wir denn so? Eine Wunderbürger. Keinen Arzt haben. Ich bin sehr alt, ne? Ich glaube, ich nehme die billige. Jens hat schon wieder den Krieg erklärt. Tut nur das Nötigste. Ist ein wenig besser, das ist gut. So, wird fleißig weiter belagert und wir werden nicht angegriffen, das ist schon mal gut. Tut mal ein bisschen aufbegehren gegen unseren Lehnsherrn. Okay, hat nichts gefunden, da gibt es anscheinend nicht wirklich was. Sehr schade. Können wir noch Geheimnisse aufspüren bei uns mal am Hof? Vielleicht gibt es ja da noch ein bisschen was. Kann jemand einkerkern? 100%. Sehr gut. So. Die ist unsere Rivale. Oh.
50 Gold, ja, das kann man, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Würde ich mal sagen. So, da sind wir auch gleich durch. Sehr schön. Oh, da kommen die Truppen. 98%, wow. Reicht nicht, ja? Nicht so ganz, okay. Was? Du hast die Nebenlinie erschaffen? Der Bruder, okay. Soll mir recht sein? Ach, wir haben 100%. Sehr schön. Aha. Und damit sind wir wieder eine Mal die Stufe weiter unten. Sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So. Und jetzt an unser byzantinisches Reich noch ein paar kleinere Kriege am Hals. Dschihad für das Sultanat Ägypten. Okay. Aber was geht denn uns das an? Verstehe ich gerade nicht. Hm. Wer kämpft da gegeneinander? Ach, auch ein Befreiungskrieg, okay. So, da können wir jetzt Athen angreifen. Wir haben nur 2000 Truppen, das ist gar nichts. Das Herzogtum von Epirus. Sehr schön. Pause. So, das reicht schon an Truppen eigentlich. Die Firma dankt. Stellen wir uns mal dahin. Ah, wir sind nicht mehr krank, sehr schön. So, damit können wir jetzt mal da angreifen. So, dann müssen wir drüber. Können wir uns gleich mal die Schlacht anschauen, hoffe ich. Weil da haben sie nämlich auch ein bisschen was geändert. Ja, ist jetzt ein bisschen geändert worden hier. Das macht die ganze Sache etwas übersichtlicher. Wie ich finde, sieht das auch sehr gut aus. Jetzt sieht mir die verschiedenen Schlachtphasen, die Kriegszeuge, die Vorteile und die, wo Nachteile haben, die kontert werden. Ich denke mal, das ist so ganz vernünftig gemacht. Ja. Oh, wir haben schon gewonnen. Wunderbar. So, damit haben wir alles. Dann gehen wir auf das Kulturinteresse. So, wir können hier noch ein Lösegeld rausholen. Dann haben wir hier noch ein Druckmittel, was wir einsetzen können. Sehr schön, so. Was ist das? Okay. So, dann soll mal unser Lehnsherr da schön sich ausdiskutieren. Man könnte ja theoretisch jetzt noch die Unabhängigkeit machen. Ah, geht nicht. Dauert noch ein bisschen. Muss noch 5 Jahre warten. Gut zu wissen. So, die Ungehört Epirus.
Die Kaledonia, okay. So, wie schaut es denn bei unseren Fraktionen aus? Du willst das Despotat von Sizilien haben. Will ich nicht bestechen? Ey, du willst zu viel, okay. Okay, beeinflussen wir die mal. Oh, wir können einen Vormund zuweisen. Mit dir. Kriegsführung und Verwaltung. Dann gehen wir doch lieber auf Verwaltung. Kind muss unterrichtet werden. Ja, wegen mir. Wer die unterrichtet, ist erstmal egal. Was? Wir verlieren Land, wenn ein Vasall stirbt? Oh. Das ist natürlich blöd. Müssen wir dich mal ermorden, würde ich sagen. Wir versuchen es zumindest. Wir unterstützen das Komplott. Wir erhöhen hier mal die. Uiuiui. Die. Dingens. Bummens. So, wir können 8 Leute einladen. Einmal. Einmal. Na? Okay, 95%. Passt. Wir sind verschuldet. Ja, jetzt nicht mehr. Das sollte man hinbekommen, wenn der stirbt, der eine, dann sollte das normalerweise passen. Die müssen wir auch noch überzeugen. Bekehrung verlangen. 44%, das ist gut. Ja, komm. Sehr schön. Wir müssen gar kein Geld mehr dafür bezahlen, fällt mir gerade so auf. Das finde ich sehr komisch. Ach, die erhalten ein Druckmittel gegen uns jetzt. Okay. Ja, das ist okay, damit kann ich leben. Das wird auch nicht sofort konvertiert anscheinend. Ehrgeizig, das finde ich gut. Finde ich etwas komisch, dass es nicht sofort konvertiert wird. Vielleicht passiert das etwas später, das kann natürlich auch sein. Das ist wieder orthodox. So, müssen wir noch ein bisschen Gemeinden bekehren. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch hinbekommen, dass das Königreich. Epirus. Dingens ist, ne? Was wollte ich sagen? Katholisch, genau. Ach, das hier oben müssen wir gar nicht. Das hier unten müssen wir noch. Und das hier oben. Aber der ist ja schon katholisch. Der hier nicht. Doch, der ist auch schon. Und der ist eigentlich auch schon. Okay. Dann müssen wir das mal hier oben ändern. Dauert überall 3 Jahre, okay. Wenn wir mit etwas Glück schaffen wir es noch mit dem hier. Schon 62, ne? Wird es nicht mehr lang machen. Befürchte ich. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Haben wir fast geschafft. Wir könnten jetzt auch noch unsere Lehnsautorität erhöhen. Er will zwar die Meinung ein bisschen sinken, aber das macht, glaube ich, nicht. Herrscher können zwischen allen verfügbaren Nachfolgerechten wechseln.
Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen, der zu Entrüppung gegen ihren Lehnsherrn ein. Titel von Vasallen können nicht an Charaktere werden, die nicht aus dem Reich stammen. Oh, das ist gut. Dann machen wir das mal. So. Ist jetzt, fällt das jetzt hier weg? Nee, ne? Irgendwie nicht. Sind die jetzt schon katholisch? Nee, immer noch nicht. Vielleicht nächsten Monat, mal gucken. Fraktion haben wir jetzt auch nicht so wirklich. Okay. So weit, so gut. Haben sie ja fast geschafft. Jetzt ist hier unten schon wieder was katholisch geworden. Das ist natürlich sehr nervig. Und sehr schade. Keine Ahnung, was das hier für ein Krieg ist. Befreiungskrieg. Oh. Ein geheimer Tunnel erhält Fortschritt. Ja, bitte. Anna erhält sadistisch. So, Söldner drum sind wieder weg. Dann hauen wir noch einmal kurz das Ding durch. Oh, verfehlt. Versuchen wir das gleich nochmal. So, aber dann soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich denke mal, vielleicht schaffen wir es nächste Folge schon das Achievement. Und wir brauchen noch hier oben das Stückchen da. Das weiß ich jetzt genau, ob wir das ganze Königreich Sizilien haben müssen oder nur den Titel Königreich von Sizilien. Das weiß ich leider nicht. Müssen wir mal gucken. Aber das werden wir dann das nächste Mal sehen. Bis dahin, auf Wiedersehen!